Ich bin Weltmeister in Sachen Übersetzung. Ein freundliches Moin Moin heißt in Italien Buongiorno. Einfach leckere Gerichte für jeden Tag. Das bekommt ihr bei mir. Frische Zutaten sind ein super Start für ein leckeres Essen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Tasty for You. Heute gibt es Pasta, selbstgemachte Pasta. Und früher habe ich die Dinge auch immer aus der Tüte gekauft, mache ich heute auch noch, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Wenn ich allerdings ein bisschen Zeit habe, mache ich sie gerne selber. Warum? Weil sie super, super einfach sind und in der Regel dann doch nochmal eine andere Hausnummer sind und ein bisschen leckerer sind. Dazu braucht ihr so wenig Zutaten, wie man sich einfach nur vorstellen kann. Also wirklich, es sind hier eins, zwei, bei mir sind es dann noch drei, vielleicht maximal vier Zutaten, die ihr alle mit Sicherheit im Haus habt. Also, was braucht ihr? Wir brauchen Mehl, und zwar Typ 00. Das ist dieses italienische Mehl. Wir machen damit auch mal Pizzateig zum Beispiel. Das eignet sich auch hervorragend für Pasta. Liegt daran, dass der Glutengehalt in diesem Mehl extrem hoch ist. Und daher eignet sich das super. Wer mag, kann auch gerne Semolina ein bisschen mit reinmischen. Dann wird das Ganze noch ein bisschen bissfester. Ich habe hier jetzt tatsächlich 200 Gramm Mehl Typ 00 genommen. Dann brauchen wir zwei mittelgroße Eier. Ich würze den Teig auch immer ein bisschen mit Salz. Ich finde immer, die Pasta haben dann ein bisschen mehr Geschmack, als wenn man sie ganz ohne macht. Müsst ihr aber selber entscheiden, ihr könnt es weglassen, ihr könnt es eben auch reinmachen. Und dann habe ich hier noch in so einer Flasche einfach ein bisschen Wasser extra. Das entscheiden wir aber im Laufe des Knetens, ob wir das überhaupt brauchen oder nicht. Beim Mehl von der Portionsgröße könnt ihr davon ausgehen, man sagt ja immer beim Trockengewicht, also wenn man fertige Pasta nimmt, ungefähr 100 Gramm pro Person. Hier haben wir nun 100 Gramm Mehl pro Person, dann kommt noch das Ei dazu. Das heißt, wir haben dann nachher ein Fertiggewicht, irgendwie 130, 140 Gramm mal 2, also 280 Gramm. Damit sollten zwei Personen dicke satt werden. Aber wie gesagt, tastet euch da gerne ran, das ist so ein Daumenwert. Ihr könnt grundsätzlich sagen, beim Pastateig immer 100 Gramm Mehl und ein Ei und dann habt ihr auf jeden Fall eine Portion für eine Person. So, und damit würde ich sagen, legen wir dann auch gleich los. Ich will gar nicht mehr lange rumsabbeln. Ich mache jetzt hier in der Mitte einfach so ein bisschen so eine kleine Kuhle, drücke das Mehl da so ein bisschen runter und gebe die beiden Eier einfach direkt in die Mitte hinein. Dann nehme ich immer noch eine Prise Salz und salze das Ganze. Macht nicht jeder, müsst ihr wissen, ob ihr das gerne wollt, überlasse ich komplett euch. Und jetzt zerstecht ihr das so ein bisschen und rührt quasi von innen nach außen das Ganze zu einem Teig. Nehmt immer ein bisschen mehr Mehl dazu und verrührt das Ganze. Wenn das Ganze dann so richtig schön fest wird, dann nehmen wir das nachher auf den Tisch runter und kneten das auf dem Tisch weiter. Aber bis dahin können wir das gerne so lange wie es geht in einer Schüssel machen. Ihr könnt es aber auch direkt auf dem Tisch machen, ganz wie ihr wollt. So sieht das jetzt schon gut aus. Und jetzt kippe ich das Ganze dann schon auf den Tisch. Seht zu, dass ihr alles immer schön mitbekommt. Und dann fangt ihr an, das Ganze zu einem Teig zusammenzukneten. Es kann sein, dass das Ganze ein bisschen fest ist. Dann geben wir nachher noch ein bisschen Wasser hinzu, aber für den Augenblick warten wir erstmal ab, was dabei rauskommt. Ich habe das wirklich auch noch gar nicht so oft gemacht. Früher habe ich immer die fertigen Pasta genommen, aber das ist wirklich super, super einfach, das Ganze zu machen. So, und jetzt merke ich schon, dass es ein bisschen fest ist. Jetzt nehme ich einfach noch so einen kleinen Schwups Wasser dazu. Nicht viel, wirklich nur ein kleines bisschen. Immer bei Teigen immer vorsichtig sein. Wasser könnt ihr immer hinzufügen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch hinterher, um den Teig ein bisschen weicher zu machen.
So, und ich finde, der ist immer noch ein bisschen fest. Also nehme ich noch mal ein kleines bisschen Wasser und gebe das hinzu und arbeite das ebenfalls in den Teig rein. Insgesamt solltet ihr den Teig ungefähr so 10 Minuten kneten. Das ist so ein Daumenwert. Ihr werdet das merken, der Teig ist dann nachher so richtig schön glatt und richtig schön. Das Gluten hat sich dann so ein bisschen ausgebildet und das ist genau das, was wir auch wollen. Und das Ganze, wie gesagt, das dauert in der Regel immer so 10 Minuten ungefähr. Das ist so ein bisschen Workout. Das geht tatsächlich so ein bisschen schwer. Ich habe das in der Maschine auch noch nie versucht. Ich kann euch gar nicht sagen, wieso, aber Pasta ist tatsächlich ein Teig, den man von Hand knetet. Also zumindest, wenn man so den Profis, also den wahren Italienern, Glauben schenkt. Wie knetet man so einen Teig? Ganz einfach. Ich mache es immer so, dass ich immer wirklich den Handballen nehme und mit dem Handballen über den Teig rüberziehe, so wie ihr das hier seht. Das dann wieder zusammenrolle, vielleicht drehe und dann wieder das Gleiche. Immer die gleiche Bewegung und den Teig unter euren Händen dann einfach ein bisschen bewegen. Und das macht ihr eine ganze Zeit lang. Und ihr werdet irgendwann merken, irgendwann wird der Teig elastischer. Und das ist dann genau der Moment, wo ihr dann noch 2 Minuten weitermacht und dann ist der Teig auch schon fertig. Wir machen heute übrigens was ganz Besonderes, denn heute werde ich nachher den Teig teilen in 2 gleich große Teile. Und dann werden wir einen Teil mit der Nudelmaschine ausrollen, die andere Hand von Hand, denn ich weiß ja, dass viele einfach haben überhaupt keine Nudelmaschine. Das ist überhaupt kein Problem, denn man kann das Ganze natürlich auch selbstverständlich genauso mit der Hand machen und mit einem Messer und mit einem Nudelholz oder mit einer Weinflasche oder mit einer anderen geraden Flasche, die sich zum Ausrollen eignet. Also man braucht dazu keine besonders speziellen Geräte zu Hause haben oder sowas. Ist natürlich immer schöner und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, irgendwo im Discounter, wenn so eine Nudelmaschine, wo man von Hand Nudelteig rollen kann, wenn ihr sowas bekommen könnt, nehmt das gerne mal mit. Könnt ihr eure Freunde und Familie zu Hause beeindrucken mit selbstgemachten Pasta. Denn das ist halt einfach etwas anderes. So, der Teig ist fertig, wenn er so richtig schön geschmeidig ist. Das werdet ihr einfach merken. Der ist elastisch dann, der kriegt so ein bisschen Stabilität, der wird weicher, der klebt überhaupt nicht mehr. So sieht er dann aus. Und wenn ihr das Gefühl habt, der ist gut, macht wie gesagt lieber 1 Minute länger als 1 Minute zu wenig. Und wenn ihr das Gefühl habt, er reißt nicht mehr oder nicht mehr so stark wie am Anfang, dann ist der Teig im Grunde genommen genau richtig. Und dann machen wir eine Kugel, so wie ich das hier mache. Und ihr könnt das auch sehen, wenn ihr reindrückt. Der ist super, super elastisch und super schön glatt und einfach ein schöner Teig. Und dann nehmt ihr ein bisschen Frischhaltefolie. Bin richtig außer Atem. Und dann nehmt ihr einfach Frischhaltefolie und schlagt den Teig einmal komplett ein, sodass wirklich die Oberfläche versiegelt ist, dass sie nicht austrocknen kann. Und jetzt lassen wir den Teig mindestens 30 Minuten liegen, können auch gerne 45 Minuten sein oder 1 Stunde. Und dann geht es ans Ausrollen. Beim Pastateig ist es einfach das Wichtigste, dass er ihm Zeit gibt zum Ruhen, damit er wirklich Zeit hat, sich zu entwickeln und damit er seine Elastizität, schweres Wort, auch hergibt. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr einfach wartet, dann werdet ihr das Problem haben, dass ihr nicht so gut ausrollen könnt. Deswegen nehmt euch die Zeit, macht ihn fertig. Ihr könnt ihn auch morgens fertig machen und dann abends ausrollen, je nachdem. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wichtig ist halt einfach, dass er mindestens 30 Minuten Zeit hat. Ich hatte mir jetzt einen Timer gestellt auf 40 Minuten. Dann habe ich das Setup hier ein bisschen umgebaut. Ihr seht es bereits. Ich habe hier meine Küchenmaschine hingestellt. Mit dem Ausrollvorsatz für die Pasta. Wir werden den Teig jetzt teilen in 2 Stücke.
Dann werden wir den einen mit der Hand ausrollen. Dann werde ich euch zeigen, das wird genauso gut gehen. Es wird vielleicht nicht ganz so gleichmäßig, aber am Ende des Tages, es schmeckt genauso lecker. Wichtig ist halt einfach nur, dass ihr die gleiche Stärke, also richtig schön dünn, das Ganze ausrollt. So, und dann würde ich sagen, nicht lange sabbeln, sondern wir nehmen uns jetzt mal die Hälfte vor. Und ich würde sagen, die körperliche Arbeit machen wir zuerst. Das heißt, wir machen als erstes das Handausrollen. So, ich mehle mir das hier jetzt einmal ein bisschen die Arbeitsfläche und teile den Teig in ungefähr zwei gleich große Stücke. Den einen, den wir jetzt noch nicht ausrollen, den packen wir wieder ein und lassen den noch ein bisschen liegen. So, und mit dem zweiten, da fangen wir jetzt an. Den fangen wir jetzt erstmal an, den drücken wir erstmal so ein bisschen. Ich habe mir hier zwei Roller geholt, also einen Roller geholt und ein Messer geholt. Damit können wir den Teig nachher schneiden. So, und jetzt können wir den erstmal mit der Hand drücken, so weit wie es geht. Ich habe hier übrigens zum mit Mehl bestreuen, habe ich das gleiche Mehl genommen, was wir vorher auch genutzt haben. Das Typ 00. Und da könnt ihr auch nichts falsch machen. Einfach alles ein bisschen bestreichen und dann geht das Ganze halt einfach auch ein bisschen leichter. So, und dann fangt ihr an mit einem Nudelholz oder mit einer Flasche oder was auch immer ihr habt, zur Verfügung habt, das Ganze auszurollen. Hin und wieder den Teig mal drehen. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass ihr den Teig halt einfach langsam ausrollt. Könnt ihr auch zwischendurch mal in die Hand nehmen, ein bisschen ziehen. Das macht das Ganze ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher. Aber der hat natürlich eine gewisse Elastizität und zieht sich natürlich auch immer wieder ein bisschen zurück. Aber lasst euch da nicht entmutigen, wenn ihr das von Hand macht. Das funktioniert schon. Es dauert halt einfach nur ein kleines bisschen. So, und ihr seht schon, jetzt sind wir so bei 2-3 mm Dicke. Das Ganze müssen wir natürlich noch ein bisschen dünner machen. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wichtig ist immer, dreht den Teig auch mal. Nehmt gerne noch ein bisschen Mehl dazu. An der einen oder anderen Stelle, wenn ihr das Gefühl habt, dass der Teig auf keinen Fall darf kleben am Boden, weil dann funktioniert das nicht. Und dann rollt ihr das Ganze schön gleichmäßig aus. So, und wenn ihr den Teig jetzt mal in die Hand nehmt, dann ist der so, ich würde sagen, einen Millimeter dick und eigentlich ist er jetzt schon genauso, wie wir ihn haben wollen. Jetzt müssen wir ihn natürlich nur in Form bringen. Ich möchte jetzt gerne Tagliatelle haben, das heißt diese ungefähr 2-3 mm breiten Streifen. Das könnt ihr jetzt machen, entweder mit einem Küchenmesser oder ich nehme dazu immer gerne so einen Roller, so einen Pizzaroller und dann rollt ihr einfach eure Nudeln so dick, wie ihr sie haben wollt. Da ist auch keine Eile. Das könnt ihr schön langsam machen. Und wenn die einen oder anderen ein bisschen dicker sind, ist das auch kein Problem, weil die sind ja letztendlich von Hand gemacht. Einfach komplett rollen. Und wenn ihr jetzt mal seht, hier haben wir jetzt schon unsere ersten Nudeln. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Teig. Wir schneiden ihn einfach. Persönlich finde ich auch immer, dass sowas, so ein Arbeiten mit Teig, das hat doch irgendwie sowas Beruhigendes. Finde ich total klasse. Und wie die Form ist des Stückes, was ihr ausrollt, ist auch vollkommen wurscht. Wichtig ist, dass ihr eine gleichmäßige Stärke habt. Und dann rollt ihr das wirklich aus. Und wie gesagt, auch wenn ihr keine Küchenmaschine habt oder keine Möglichkeit habt, den Teig maschinell auszurollen, habt ihr so einen frischen Pastateig
und ihr habt frische Nudeln selbst gemacht. Das ist super einfach und super lecker. Ich empfehle euch an dieser Stelle nochmal, den Teig immer zu teilen. Also wir haben ja jetzt für zwei Personen gemacht, macht das immer so, dass ihr eine Portion Nudeln, also für eine Person dann auch zur Zeit selber ausrollt, wenn ihr es mit der Hand macht. Weil ihr habt ja gesehen, wie groß das Stück letztendlich geworden ist aus diesem kleinen Stück Teig, weil wir den Teig natürlich auch sehr dünn ausrollen. So, schaut mal, fertig sind eure Tagliatelle, selber gemacht, eigener Teig gemacht, von Hand gerollt. Der Teig ist jetzt auch gut mehlig, da muss jetzt gar nichts mehr zu. Die können wir jetzt hier einfach mal auf den Haufen legen und jetzt kümmern wir uns um das zweite Stück. Und das machen wir jetzt dann mit der Maschine. Aber ihr werdet sehen, das ist gar kein großer Unterschied. Das Einzige ist, man muss es nicht mit der Hand machen. Es ist also ein bisschen bequemer, mehr was für Faule, so wie mich. Hier auch wieder genauso. Auch hier kommen wir nicht ganz um das Nudelholz drumherum, weil wir müssen natürlich erstmal eine gewisse Stärke bekommen, damit wir das Ganze durch die Maschine drücken können und wir wollen das nicht da durchpressen, sondern es soll natürlich da durchgehen. Und die größte Stärke ist halt einfach so ein Stück. Das heißt, auf die Stärke muss das auf jeden Fall schon mal gerollt werden, der Teig. So sieht das schon mal gut aus. Jetzt mache ich die Maschine an. Zur Sicherheit immer noch ein bisschen Mehl oben drauf. Denn wir wollen ja auf gar keinen Fall, dass das Ganze klebt. Und jetzt rollen wir den Teig durch die Maschine. Das macht ihr, wenn ihr eine Maschine habt, immer auf der gleichen Stärke zwei, dreimal, bevor ihr runterschaltet in die nächst dünnere. Das hat was damit zu tun mit der Elastizität des Teiges, weil er zieht sich halt jedes Mal wieder ein bisschen zusammen. Und wenn ihr den zwei, drei, vier Mal, das ist überhaupt kein Problem, auf der gleichen Stufe durchlaufen lasst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Zwischendurch müsst ihr aufpassen, ihr habt ja immer die Hände am Teig, dass er nicht klebrig wird. Also jetzt ist er immer noch okay. Solltet ihr das Gefühl haben, er wird zu feucht, dann könnt ihr halt, wie gesagt, ohne Probleme gerne noch ein bisschen Mehl drauf machen. So, jetzt habe ich ihn 2, 3, 4, 5 Mal auf der gleichen Stufe durchlaufen lassen. Jetzt schalte ich die nächste Stufe runter, das heißt die nächste Stufe dünner. Und der Teig wird immer länger jetzt. Auch hier wieder dreimal. Ich führe das Ganze immer so ein bisschen mit der Hand, dass der Teig wirklich schön mittig durchläuft. Und nehme auch auf der anderen Seite, wo er unten rauskommt, wieder die Hand und halte sie einfach drunter. Zwei, drei, vier Mal, überhaupt kein Problem. Und dann gehen wir auf die nächste Stufe. Das könnt ihr übrigens natürlich auch machen mit den Küchenmaschinen, wo ihr von Hand rollen könnt. Das ist auch kein Problem. So, dann Stufe 3. Mehlig ist das Ganze noch genug. Wenn ihr das von Hand rollt oder mit der Maschine, macht das auch nicht zu schnell. Weil auch das ist Gift für den Teig. Ihr seht, es ist größer. Und jetzt gehen wir auf die letzte Stufe. Ich gehe auf 4 runter und jetzt ziehen wir den Teig noch einmal da durch und dann schneiden wir ihn auch schon. So sieht das Ganze aus, wenn man es mit der Maschine rollt. Jetzt müssen wir einmal den Vorsatz wechseln, damit wir das Ganze noch schneiden können. Das kommt jetzt. Ich habe hier so einen schönen Tagliatelle-Vorsatz, der schneidet die jetzt alle ganz gleichmäßig. Und das ist wirklich der einzige Unterschied, dass ihr hier eine gleichmäßige Breite habt, der Tagliatelle. Vom Geschmack her kein Unterschied. Überhaupt nicht. So, da gehen die jetzt durch und dann sind sie auch schon fertig. So sieht das Ganze aus, wenn ihr es mit der Maschine macht. Ihr habt schon gesehen, also vom Zeitaufwand her ist das kein großer Unterschied. Nur jetzt habt ihr halt den einzigen Unterschied, dass ihr es alles gleichmäßig habt. Aber auch das sind nichts anderes
als Tagliatelle. Und ihr seht hier, die sind ein kleines bisschen dünner, die sind ein kleines bisschen dicker, aber letztendlich ist es genau das Gleiche. Was macht ihr jetzt damit? Ganz einfach, ihr gebt sie in siedendes, kochendes Wasser. Das Ganze für 2-3 Minuten ungefähr. Probiert dann mal, müssen sie al dente sein. Und dann macht ihr eure Favoritensoße dazu. Und das ist auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Angst davor nehmen, Pasta selber zu machen. Es ist super einfach. Viele meinen immer, ich kann nicht kochen, ich kann nicht kochen. Doch, jeder kann kochen. Es ist ganz einfach, ihr müsst euch nur ein bisschen Zeit nehmen. Und dann kann jeder wirklich alles machen. Vielleicht jetzt keine Nouvelle Cuisine, aber ich sag mal so, die Dinge des täglichen Bedarfs, die wir alle gerne essen, sollten kein Problem sein. Das waren meine Pasta. Ganz einfaches Rezept. Super, super einfach. Macht es gerne nach. Ich freue mich und gleich gibt's das nächste Video. Macht's gut. Bis dann. Abonniert mich und lasst mir einen Daumen nach oben da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.